Schnell was online bestellen und nach Hause liefern lassen. Könnte so einfach sein. Doch ich habe das Gefühl, dass es immer wieder Probleme mit unseren Paketen gibt. Ganz oft ist das, man ist da und es wird behauptet, man wäre nicht da gewesen. Und dann ist es wirklich ärgerlich. Wenn ich dafür bezahle, dass das Paket zu mir kommt, wäre es ja schöner, wenn diese Dienstleistung auch erfolgt. Ich höre von Postboten, die nicht klingeln, obwohl man zu Hause ist. Oder ein anderes Problem, das leider auch fast jeder kennt. So, ich habe was bestellt. Ein Paket hat der Postbote hier einfach in den Hausflur gelegt. Geil. Und da oben steht das nächste Paket. Ware im Wert von über 400 Euro. Warum machen die Paketzusteller das? In der Hamburger Innenstadt suche ich nach Antworten. Weil ich kein offizielles Interview bekommen habe, spreche ich die Paketboten einfach direkt bei der Arbeit an. Ich habe, sagen wir, 150 Pakete und jedes Paket ist 3 Minuten. Ja. Also mit Treppe, stell mal vor, mit 100 Paketen musst du bis 5. oder 4. Am Ende, deine Beine tut weh. Wir haben einfach viel zu viele Pakete. Deshalb passiert das. Und dann müssen wir uns auch so beeilen. Manchmal essen wir sogar nicht, machen keine Pause. Wenn niemand da ist, musst du erst eine Benachrichtigungskarte schreiben und dann musst du auch noch den Briefkasten suchen. Das kostet Zeit, also machst du es nicht. Neben hohem Druck und Überlastung ein weiteres Problem. Häufig sind Paketboten bei Subunternehmen angestellt. Was das bedeutet, berichtet mir ein Informant, der anonym bleiben möchte. Jeder Zustelldienst setzt dich unter Druck. Es ist Paketzustellung. Es sind nicht nur 4 Pakete, die würde jeder perfekt zustellen. Es sind so viele Pakete und so wenig Fahrer. 200 Pakete am Tag. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Ich habe manchmal 14 Stunden am Tag gearbeitet. Dann wurde ich gefeuert, ohne meinen Lohn zu bekommen. Leider kein Einzelfall. Die Leute, die über Subunternehmen arbeiten, erhalten nicht den Lohn, den sie zusteht, ihre Arbeit. Sie werden um die Arbeitsstunden betrogen. Das heißt, die arbeiten etwa 12 bis 14 Stunden am Tag. Und auf die Gehaltsabrechnungen werden, was weiß ich, nur 8 zugegeben oder sogar noch weniger. Und dabei laufen die Geschäfte für die Zustellunternehmen gut. Der Gesamtumsatz in der Branche lag 2020 bei rund 23,5 Milliarden Euro. Eine riesige Paketflut, Tag ein und Tag aus. Für diesen Film habe ich mir ein Paket geschickt. Vom Balkon aus kann ich es erkennen. Doch dann erwische ich den Boten dabei, wie er ohne zu klingeln mit den Paketen wieder verschwindet. Sorry. Sag mal, du warst gerade im Innenhof, ne, mit dem Paket. Warum hast du nicht geklingelt? Nur eins war das. Aber du hast bei gar niemandem geklingelt. Ja. Und jetzt nimm deine scheiße Pakete und verpiss dich.